Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Foundation. Und ja, wir sind dabei uns irgendwie hier... Oh, Entschuldigung. Wir sind dabei uns irgendwie so ein bisschen langsam zu konsolidieren. Aber so richtig klappt es irgendwie nicht, ne? Ich weiß auch noch nicht so recht. Wir müssen schauen, wie wir das irgendwie gedeichselt bekommen. Aber irgendwie wird's werden müssen. In Klammern müssen. Ach. Das macht mich schon ein bisschen fertig. So, glücklicherweise. Oh. Der Abgesandte möchte wieder, dass wir lostigern. Klar, schicken wir die Truppen, bla 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 bla. Hey, das geht mir so auf den Sack, dass man da irgendwie nicht sagen könnte, hey, wähl doch einfach mal automatisch 5 Leute aus. Warum zum Geier muss ich jetzt manuell tatsächlich hier, ne? Hm, ihr wisst, was ich meine. Naja, gut. So. Also. Nein, ich behalte das für mich. Wir haben oben hier eine neue Windmühle. Das ist sehr gut. Wir haben jetzt gleich eine neue Bäckerei mit einem neuen Bäcker. Also, bald. Moment, wir müssen schon wieder neue Leute reinlassen. Shit, wir müssen noch zweimal neue Leute reinlassen, damit wir dann hier irgendwie auch noch eine weitere Farm hinbauen können und da irgendwie Leute reinstecken. Sehr gut, zwei neue Leute sind da. Ist hier denn noch überhaupt Platz? Wie weit habe ich denn da hier eigentlich? Ja, hier wäre schon noch Platz, aber na, man weiß ja immer nicht, erweitert die KI jetzt wirklich oder hat sie keinen Bock drauf? Ist für sie der Platz plötzlich nicht mehr gut genug? You'll never know. Zumindest nicht mit dieser scheiß KI. Ja. Frag mich nicht, wieso ist es zum Geier? Das sieht eigentlich nicht so wirklich aus. Achso, das sind ja gar keine Wohngebäude. Ich verstehe. Wow, das ist irgendwie... Seht ihr das? Das ist irgendwie verwirrend. Seid ihr auch schon verwirrt? Ich bin verwirrt. Und ich wüsste gerne, was haben die jetzt so zu pendeln? Ich habe das Gefühl, die gehen hier einfach auf den Markt, kaufen alles leer und dann fahren die wieder. Und ist ja nicht so, als könnte man hier noch 10 Häuser hinbauen. Nein, 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 nein. Da will keiner wohnen. Warum zum Geier will da eigentlich niemand wohnen? Und was ist das hier? Ist das ein Aufforstungsgebiet? Das ist ein Aufforstungsgebiet. Wurde nur nie aufgeforstet. Dieses Spiel macht mich so fertig. Dieses Spiel macht mich so fertig. Okay, wir haben neue Leute. Bitte wohnt auch hier. Ja. Das ist sehr nah dran. Ist auch sehr nah dran. Warte mal, wann wir jetzt wohnen bei dir? Perfekt. Haben wir jetzt sogar noch jemand übrig? Haben wir noch einen Arbeitslosen übrig? Wir haben tatsächlich noch einen Arbeitslosen übrig. Das glaubst du nicht. Dann können wir hier gleich mal gucken. Haben wir vielleicht hier auch noch irgendwie jemand verloren? Achso, ich könnte natürlich einfach über die Arbeitsplatzliste durchgehen. Bergmänner, die sind mir so egal. Die brauchen wir im Moment nicht. Und Fischer? Nee, da können wir die nicht dazu vernehmen. Soldaten sind Latte, Holzfäller, Wayne, wen juckt das? Köhler brauchen wir auch nicht alle. Träger. Nee, wir lassen einfach nochmal neue Leute rein. Sammler. Sammler wäre vielleicht noch was, wo wir jemanden hinschicken könnten. Aber ich würde jetzt... Oh, jetzt haben wir wieder zu viele Leute reingelassen. Wartet, wartet, wartet. Nein, du darfst nicht mehr kommen. Wir müssen uns jetzt hier einen neuen Platz... Upp. Speicherleck. Wir müssen hier einfach... Ich glaube, wir stellen hier oben noch ein weiteres Farmhaus rein, oder? Dann können wir die Leute hier noch so ein bisschen hochbauen lassen. Und hier ist dann noch Platz so. Ich denke, das ist eine gute Idee. Also, bauen wir noch eine Weizenfarm. So, dann. Wieso wird hier eigentlich nicht gearbeitet? Ach, die Heinis machen hier gerade noch weg. Das verstehe ich, okay.
Das ist unser Problem. Was machen die Heinis hier oben noch ordentlich Zeug weg? Die sind einfach überarbeitet. Wir müssen das irgendwie besser fokussieren. Denn dann hätte ich vielleicht doch mal irgendwie zwei Camps hier gelassen. Hm. Ja gut, Fehler passieren, ne? Dann baue ich vielleicht doch nicht hier die Farm hin, oder? Na, eigentlich dürfte das vom Platz her durchaus reichen. Das ist schon okay. Na, wir bauen die Farm dahin. Das ist schon okay. Das ist okay. Ich glaube, hier hinten wollte ich noch eine Kirche hinbauen oder irgendwie sowas. Und dann einen neuen Markt und dann noch mehr Leute und bla und blub und... Hast du nicht gesehen. So, bis hier sieht es eigentlich ganz gut aus. Dann können wir das hier löschen. Das vielleicht nicht. Genau. Kommt ihr da hinterher? Dann da. Das sieht schon mal ziemlich gut aus. Deshalb lassen wir das erstmal. Wobei wir dann hier tatsächlich so noch hier rüberziehen könnten. Und vielleicht hier noch so den Baum wegklatschen. Gucken wir mal, wie es läuft. Also die müssten eigentlich jetzt permanent am Holzfällen sein. Der Lagerplatz ist und im Moment scheint ein gewisser Bedarf sogar nach dem Zeug zu bestehen. Was aber irgendwie nicht wundert, denn wir haben jetzt relativ viele neue Häuser gebaut. Ne, wie man hier schön sehen kann und das braucht Leute. Oh Mann, wieso eigentlich jetzt da oben? Das ist doch... Ja, ich sag's euch, wie es kommen wird. Hier wird niemand was hinbauen. Hier, kannst du knicken. Wisst ihr, hier... Hier stehen die Häuser schon förmlich so ineinander drin, ne? Und hier diese riesige Fläche, da könnte man hier einfach ganz normal ein großes Haus hinbauen. Nein, wir bauen das hier irgendwo ans Ende. Gott. Bin ich so fertig. Ihr macht mich fertig. So. Jetzt wisst ihr das. Die machen mich fertig. Wollen mich alle mobben. So eine weitere Farm. Achso, ich wollte eigentlich nochmal nachsehen. Oh ja. Jetzt kommen wir wieder deutlich besser hinterher. Aber das Problem ist tatsächlich jetzt der Weizen. Unser Problem nennt sich Weizen. Genau, baut das langsam mal fertig. Ich glaube übrigens, dass das ein Fehler war, dass wir hier zwei so Dinger gebaut haben. Aber gut. Im Moment müssen wir mit den Fehlern, die wir gemacht haben, leben. Es gibt keinen Landwirtschaftsbereich für Bauer. Wo denn? Tja, wenn du mir das nicht verrätst, dann weiß ich auch nicht. Also ich hoffe, dass das ausreicht. Glaube ich aber nicht. Ich denke, hier wird noch irgendwie ein bisschen was wegkommen. Ach so, jetzt fällt es mir erst auf. Haha. Wegen den Brettern und allem. Das ist ja gut. Deshalb brauchen wir so viel Holz im Moment. Wir verbauen das ganze Zeug. Das hebt das Limit natürlich wieder. Ja, ja, ja. Yep, der Engpass ist definitiv der Weizen. Das heißt, wir müssen demnächst noch eine Farm bauen.
Na gut. Na gut, na gut. Hier fehlt uns übrigens auch noch ein Bären. Das heißt, wir müssen demnächst irgendwie auch noch Sammler. Oh Gott. Also so richtig funktioniert irgendwie unsere Wirtschaft nicht. Ja, aber wo? Wo, Leute? Wo? Also hier oben vermute ich mal. Und wie sieht's hier aus? Ja, ein bisschen Weizen haben wir drin. Keins mehr. Bisschen. Sehr, sehr wenig. Na, gucken wir mal. Ich werde jetzt wieder neue Leute reinlassen. Und dann sehen wir, wie das wird. Muss ja werden, ne? Das ist schon mal gut. Hier haben wir wieder 12 Brote drin. Da haben wir jetzt aktuell nichts, weil wir nichts mahlen können. Hier hat man noch ein bisschen Mehl und hier haben wir aktuell keine Brote. Oh. Wer bist du denn? Ein Bäcker? Du holst das Zeug und bringst es hier unten hin tatsächlich. Okay. Ganz schön weiter Weg, aber von mir aus. Ich check es einfach nicht. Ich habe halt das Gefühl, dass die aber auch dran rumspielen in diesem ganzen Zeug. Versteht ihr, was ich meine? Also die müssen da irgendwas wieder geändert haben. Zwei neue Dorfbewohner schließen sich an, das ist super. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir hauen hier oben die nächste Farm hin. Es hilft ja alles nichts. Hau mal da direkt die nächste Farm ran. Wie sieht's eigentlich hier mit den Abbauzonen aus? Naja, mal gucken, wann die das machen. Hier oben sind sie fertig. Nice gemacht. Sehr schön. So, wie sieht's da aus? Ja, hier unten sind wir relativ gut. Ansonsten kämpft man sich jetzt hier so langsam tapfer rein. Wie sieht's eigentlich hier aus? Also ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass die Jagdhütten relativ effizient sind. Sondern die sind irgendwie so ziemlicher Müll. Wir müssen hier das Lager finden, wo ich hier mal sag, dass das ganze Zeug hier reinkommt. Genau. Warenplatz, jetzt lagern wir Holz ein. Jetzt, zack, wir ziehen das wieder nach oben. Lagern wir doch wieder Leder ein. Dann holt hier hoffentlich einer das Leder ab, damit der wieder jagen gehen kann. Wie sieht's hier oben aus? Gott, auch so viel Leder und nichts zu beißen. Ich weiß jetzt auch nicht, brauchen wir so viele Steinhauer? Ich habe so das Gefühl, dass hier irgendwie so unser Problem liegt. Da, das Ding, das reißen wir gleich mal ab. Da reicht uns einer. Wir müssen da, ja, wir müssen hier auf alle Fälle rangehen. Kostet uns alles nur Geld. Hier, das reißen wir ab. Das, naja, das lassen wir mal da. Brauchen wir halt so viele hier, ne? Weil eigentlich sind wir voll. Ich werde hier tatsächlich mal ein paar Jobs streichen. Nehmen wir da jetzt mal nur noch zwei so Steinmetze. Wir dürften eigentlich ein groß genuges Lager haben, oder? Ey, 540, natürlich, ey. Das reicht tüchtig. Ich hau hier mal die Priorität hoch. Und dann könnten wir eigentlich gleich direkt hier daneben
die nächste Farm errichten. Das sieht gut aus, glaube ich. Wohnhaus fertig. Zwei neue Dorfbewohner. Ja. Jetzt kommt aber auch mal in die... Alter, jetzt hämmer die wieder. Ich laufe irgendwann amok, ne? Ich gehe dort irgendwann rein. Und dann klatsche ich die Leute um. Ey, wenn das seit Wochen, seit verdammten Wochen geht das so. Entschuldigung, jetzt rage ich schon wieder. Ich weiß nicht, was die machen. Wie kann man denn in der Wohnung so viel umbauen? Was zum Geier haben die da getrieben? Ey, da würde ich mich am liebsten so mal verkleiden als Handwerker oder da mal klopfen. Und dann sagen, ich bin von der Firma so und so, ich soll hier mal was gucken, ne? Und mich einfach mal umsehen. Ich könnte eigentlich mal wieder meinen Blaumann tragen. Und seht ihr es? Ich habe euch das gesagt, ne? Die baut wieder keiner was hin. Es macht nicht alles wahnsinnig gerade. Ihr merkt das. Ihr merkt das. Achso, ich könnte übrigens mal gucken, ob hier bei unseren Bärendingern wieder irgendwie was ist. Okay, Lilly, wo wohnst du? Lilly. Lilly wohnt hier unten, okay. Lilly wird jetzt einfach eine Sammlerin. Und dann schauen wir mal, dass sie sich hier irgendwo in der Nähe des Sammeldings da aussucht. Da hier eine dieser Sammelhütten. Oder wo auch immer. Yes. Das dürften so die finalen Striche sein. Striche? Die finalen Hammerschläge. Striche. Ist klar, Mann. So, ich hoffe, dass es insgesamt ausreicht. Wir werden jetzt hier einfach Leute zuteilen. Das passt schon. So, jetzt sollten wir wieder keine Arbeitslosen mehr haben oder nur noch einen. Zwei! Okay, ich werde jetzt noch exakt einmal Leute reinlassen und dann mache ich wieder dicht. Und da kommen sie. Ein Gesandter bittet um eine Audienz. Wo ist der Gesandte? Das bist du auch nicht. Du bist auch nicht. Ah. Nee, es ist auf alle Fälle echt gut zum Dazuverdienen. Wenn wir da immer wieder Leute losschicken. So, jetzt zumachen. Denn es fehlt ja wieder Leuten an Nahrung. Aus mir ehrlich gesagt unerfindlichen Gründen, aber hey. Also es wird echt noch eine richtige schwierige Sache, irgendwie das auf 500 Leute zu bringen, ne? So, hier wird produziert. Hier wird gerade herzlich wenig produziert. Aber es liegen jetzt doch überall Brote rum. Warten wir es mal ab. Und da ist der Bergfried fertig. So, wie viel haben wir denn mittlerweile? 23, alles klar. Das heißt, wir müssen uns jetzt irgendwo noch so den nächsten Spot so suchen. Hier. Da, dann haben unsere Leute wieder was zu tun. Da bauen wir hier den nächsten Bergfried einfach hin.
So. Dann hauen wir noch eine Zierfahne drauf. Perfekt. Beginnen wir hier den nächsten Bau. Ich glaube, da müssen wir noch einen Bergfried bauen und dann sollten wir so langsam mal hier... Naja, das werden doch noch ein paar mehr Bergfriede. Bis wir hier auf die 40 kommen, aber gut. Aber gut, okay. Die wohnen glücklicherweise alle in der Nähe. Dann geht das schon klar. Also ich habe so das Gefühl, dass das irgendwie auch das Problem ist mit dieser Wegfindung und allem. Dass diese komischen Wege hier einfach auch viel kaputt machen. Schaut mal, ne? Hier würde perfekt einfach noch ein Haus reinpassen. Wird nicht gebaut. Muss niemand verstehen, ne? So, ich beende die Folge an der jetzigen Stelle, denn ich glaube, das ist der Kurier, der gerade klingelt. Bis dann. Ciao.